Aufklärungsvideo zu Sand. Und wenn ihr das nächste Mal, wie war das, an einem Strand seid, denkt einfach mal darüber nach, wo wir ohne Sand wären, ja? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry in der Closed Beta, immer noch. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, deswegen erwähne ich es jetzt sicherheitshalber nochmal. Ich hatte mal ein paar Offscreen-Optimierungen vorgenommen in Captain of Industry. Und dazu komme ich jetzt mal, ich gehe das jetzt mal alles durch. Ich habe hier zum Beispiel mal eine zweite Biogasanlage aufgebaut, die aus Lebensmitteln Biogas und Erde fermentiert. Warum habe ich das gemacht? Das habe ich gemacht, um die Produktion des Wasserstoff, den wir ja hier hinten zu Dampf verarbeiten für die Kraftwerke, um die nochmal ein bisschen ja, zu stabilisieren, dass auch schneller Wasserstoff reinkommt bzw. produziert wird. Weil hier nämlich dann dadurch mehr Synthesegas bzw. es ist ja in dem Fall Biogas dann reinkommt. Wir haben nämlich auch eine sehr hohe Nahrungsmittelproduktion aktuell. Ich habe nämlich auch nochmal dafür gesorgt, dass hier dieses Gewächshaus ein Upgrade bekommt. Das ist jetzt gerade noch am Durchlaufen hier, da fehlt immer noch ein bisschen Glas. Glas wird ja jetzt zuverlässiger produziert, weil wir auch zuverlässiger Mischglas produzieren gerade. Also das läuft eigentlich ganz gut jetzt. Und das wird ja dann hier auch nochmal die Lebensmittelproduktion noch ein bisschen stabilisieren. Insofern, ja, bin ich da eigentlich sehr zufrieden und das sollte eigentlich passen. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Captain of Industry reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein. Die ist immer am Anfang des Videos rechts um die Ecke verlinkt oder am Ende. Natürlich könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so vielleicht bei euch optimiert habt, weil ich meine, es gibt immer Möglichkeiten zur Optimierung. Es wurde ja immer wieder gesagt, ich soll mal alle Rohre upgraden zur Stufe 2. Ich habe jetzt nochmal offscreen auch nochmal geschaut, ob es irgendwo Stellen gibt, wo das noch sinnvoll wäre. Ich habe an einigen Stellen, wo die Regensammler sind, habe ich das schon auch gemacht, diese Stufe 2 Rohre jetzt hier. Weil da wurde schon gesagt, irgendwie, ja, da kommt sonst vom Regen nicht genug durch die Rohre durch. Wenn es dann mal regnet, habe ich gesagt, ja, okay, es ergibt irgendwie Sinn. Habe ich da mal jetzt gemacht. Aber bei anderen Stellen habe ich das jetzt mal nicht gemacht. Weil mir ist aufgefallen, die meisten Stellen, wo nichts durchläuft, da liegt es an was ganz anderem. Ja, da liegt es nicht irgendwie an der Rohrgröße, sondern da liegt es einfach zum Beispiel. Hier bei den Raffinerien liegt es in der Regel daran, dass der Diesel vorläuft, ja. Wenn der Diesel vorläuft, insbesondere hier in den Tanks, der wird ja nur verbraucht, wenn die Schiffe fahren und wenn die Fahrzeuge aufgetankt werden. Nur in dem Fall. Was anderes wird ja nicht von Diesel abgezwackt. Der wird ja nicht verarbeitet oder irgendwas. Der wird einfach immer nur gelagert und entweder ich habe einen Überschuss, dann füllen sich die Lager halt. Oder ich habe halt zu viele Fahrzeuge und ich fahre zu oft mit den Schiffen hin und her. Ja, und dann wird es halt weniger. Und dann muss ich halt die Produktion wieder hochfahren, weil ich halt nicht genug produziere. So, und in dem Moment, wo ich aber einen Überschuss habe, laufen automatisch die Anlagen voll. Weil ich habe keinen Verbrauch, den ich schnell hochfahren kann, um dann die Überproduktion auszugleichen. Das habe ich nicht. Ich kann den Diesel auch nicht, ich kann den nicht mal ins Meer leiten, ja, wenn ich zu viel habe. Macht ja auch keinen Sinn, wäre ja auch bescheuert, ja. Aber das kannst du halt nicht ausgleichen. Deswegen, da nützen mir die Zweierrohre halt nichts, weil, ja, ist halt nicht der Grund dafür, ja. Man muss halt schauen, da wo halt sehr, sehr viel transportiert wird, zum Beispiel unsere Überlandleitungen hier, die wir hier haben, da macht es durchaus Sinn, immer gleich direkt auch auf Stufe 2 zu gehen. Ja, die Wasserverbindung hier zum Beispiel vom Schiff hier, da wo unsere Tanks sind hier, da macht es Sinn, da ist es sinnvoll, aber nicht an jeder Stelle und nicht bei jedem Rohr. Wie gesagt, man muss das halt ein bisschen differenzieren durchaus. Sonst gäbe es ja auch keinen Sinn, überhaupt Stufe 1 Rohre zu haben, wenn es nicht so wäre, ja. So, genau, einmal das dazu. So, dann haben wir beim letzten Mal ja angefangen, hier an der Stelle Säure zu produzieren. Ich habe jetzt hier mal Tanks aufbauen lassen von meinen LKWs, denn da lassen wir jetzt mal die Säure, die fertige Säure, die lassen wir da jetzt mal reindengeln. Und weil wir sehr viel Säure produzieren, ist mir tatsächlich mal aufgefallen, dass da sehr, sehr viel Säure produziert wird bei den Anlagen hier, habe ich mir gesagt, wir machen jetzt einfach mal das so, dass wir das hier so, ach guck mal, da kommt, ach der füllt das da direkt rein, guck mal, der LKW, der ist ja geil. Der ist ja der geilste überhaupt, der macht das da direkt. Lass das mal hier so machen, genau, warte, so. So nach hinten. Dann können wir nämlich hier schon mal einen Säurepuffer
an den Start bringen. Denn aus Säure müssen wir mehrere Dinge herstellen. Aus Säure müssen wir herstellen den Gelbkuchen für die nukleare Verarbeitung, also dann fürs AKW. Das ist schon mal so eine Vorproduktion. Und wir müssen daraus dann auch, oder wir sollten idealerweise unsere Kupferplattenproduktion statt mit Wasser mit Säure machen, weil dann entsteht nämlich ein höherer Ertrag beim Kupfer, bei den Kupferplatten. Ohne dass wir irgendwie jetzt groß was ändern müssen. Das erfordert natürlich wieder ein Rohr. Und das bedeutet, wir machen jetzt schon mal Folgendes. Wir machen jetzt hier hinter den Tanks, hinter den Säuretanks, ja, ganz wichtig, nicht davor, oder beziehungsweise, ja, nee, Moment, halt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, doch, nicht davor, sondern, nee, Moment, davor müssen wir das machen. Ich überlege gerade. Ja, doch, nee, wir machen keine Überschusslösung. Wir machen erstmal keine. Nee, dahinter muss man es machen, genau. Eigentlich muss man es dahinter machen, aber ist ja jetzt. Wir machen das jetzt anders. Wir machen es jetzt anders, alles auf Anfang heißt es jetzt hier. Wir brauchen ein Rohr, ja, wir brauchen ein Rohr, das will ich eigentlich sagen, nachdem ich hin und her gestammelt habe. Wir brauchen ein Rohr rüber zum Kupfer. Und übrigens, diese Musik, die gerade im Hintergrund läuft, ich meine, das ist tatsächlich ein Track, den ich auch schon gehört habe in, wie hieß es nochmal, in Endzone. Ich meine, das ist ein Track, den ich in Endzone gehört habe. Endzone, A World Apart. Da, ihr wisst schon, dieses Endzeit-Aufbauspiel, dieses Mad Max-Endzeit-Aufbauspiel, was wir mit diesem verstrahlten Regen und so. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere da noch dran. Ich meine, den Track habe ich da auch gehört. Wenn ihr das auch so seht, beziehungsweise wenn ihr das schon noch so im Kopf habt, so ein bisschen, könnt ihr das ja mal schreiben. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das ist ein Track aus Endzone. Ich glaube, das ist lizenzierte Musik, die auch in Endzone aufgetaucht ist. Es kommt mir sehr bekannt. Oder es klingt einfach nur sehr ähnlich. Das kann auch sein. Aber ich meine so, die Melodie und so kommt mir sehr bekannt vor. Jetzt ist schon wieder vorbei, der Track. So, jetzt müssen wir mal hier hochgehen. Ich versuche mal hier die Mine nicht so zuzubauen mit Rohren. Weil da wollen wir ja letztendlich dann noch Kalkstein abfarmen. So, hier muss ich jetzt wieder aufpassen. Hier müssen wir jetzt mal wieder runter ein bisschen. Und dann da nochmal eine, so eine Brücke bauen, so, dass da die Fahrzeuge auch durchkommen, glaube ich. Das machen wir jetzt mal hier am Boden lang. Können wir da, ey, da können wir doch unter dem Förderband. Ach nee, das geht ja nicht, nee, stimmt. Oder kann man das eigentlich? Also zumindest bei der Brücke, die so 3 Einheiten breit war, also 3 von diesen Unterführungen hatte, da gab es die mittlere, die war ein bisschen höher. Ich glaube, da kann man sogar tatsächlich. Warte mal, nee, mach mal nicht alles auf dem Boden jetzt. Ich mach's lieber nochmal hoch. Dann können die LKW trotzdem noch da langfahren. Denn wir müssen jetzt mal schauen, dass wir mal ein bisschen noch mehr Platten produzieren auch. Weil wir haben jetzt einen ganz schön hohen Plattenverbrauch und irgendwann wird ja auch wieder die Wartung ausgebaut werden müssen. Ich meine, wir haben da jetzt aktuell schon sehr, sehr lange auf dem Stand, auf dem Wartungsstand, haben wir jetzt schon sehr, sehr lange uns gehalten, ohne dass wir das ausbauen mussten. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so funktionieren wird. Ich weiß nicht, wie lange wir da noch uns auf diesem Stand halten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch standhalten, ja. So, geh da mal runter. Genau, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, guck mal, es geht sogar direkt da lang. So, jetzt müssen wir hier schauen. Genau. Ich ziehe jetzt dieses Rohr. Warte, ich ziehe das jetzt hier direkt neben die Platten. Plattendings. Plattenförderband und ziehen das hier direkt runter. Ah, ne, warte, da ist noch ein. Ne, das machen wir hier im Nachbardings. Das machen wir da lang, genau. Das ist schon besser, glaube ich. So, dann gehen wir hier direkt hoch, weil dann kommen sie da noch ran an die Lagerhäuser. So, und dann müssen wir jetzt da hier erstmal das bauen. Genau. Das lassen wir jetzt erstmal entstehen. Das dauert ja eine Weile und es wird auch ein bisschen Material jetzt kosten, Stufe 2. Weil wir müssen jetzt schauen, dass wir dann hier das Wasser abknippern an der Stelle. Und dann das Rezept umstellen von Wasser auf Säure. Das ist so der Plan. Aber das können wir erst machen, wenn das Rohr fertig ist. Sonst wird da ja nichts produziert in der Zeit. Genau, da müssen wir jetzt kurz mal Geduld haben. So, und hier müssen wir jetzt mal noch so eine Dings bauen. So eine Rampe. Da muss ich mal gucken. Hier sind die Rampen. Genau, guck mal hier. Bei der großen Rampe ist die Mitte sogar 2 Einheiten hoch. Das heißt, da könnte man oben drüber ein Förderband legen. Und unten drunter könnte man dann noch mal. Ja, da könnte man dann noch mal ein Rohr legen tatsächlich. Weil Rohre können unter Förderbändern gebaut werden. So, hier machen wir mal schnelles Bauen, damit wir hier die Fahrzeuge nicht unnötig blockieren. Würde ich sagen.
Und ich spare wieder Wasser ein. Genau, weil wenn ich nämlich Säure statt Wasser benutze beim Kupferplattenherstellung, habe ich Wasser gespart. Das stimmt, ja. Wobei, wir brauchen ja auch Wasser, um die Säure zu herzustellen. Da wäre jetzt die Frage, wie viel Wasser brauchen wir denn eigentlich, um die Säure zu machen? 12 Einheiten. Wie viel Wasser brauchen wir denn, um die Kupferplatten zu produzieren gerade? 12 alle 60 Sekunden und hier sind es 6. Es kommt auf selbe raus tatsächlich. Nee, obwohl wir kriegen mehr Säure raus. Nee, kommt nicht auf selbe raus. Also ja, für die Kupferplatten kommt es auf selbe raus. Also wir können von der Menge her, damit wir noch genug Säure übrig haben für die Uranverarbeitung, können wir 2 Anlagen von den Kupferplatten auf Säure umstellen. So, das heißt, das wären dann 12 Einheiten Säure. Das wäre dann genauso viel, wie wir das Wasser haben. Aber Wasserinput wäre hier in dem Fall das gleiche. Aber wir haben ja dann noch Säure für die Uranverarbeitung. Also ja, es wäre unterm Strich, ist es etwas effizienter tatsächlich, ja. Aber für die Kupferverarbeitung an sich bleibt die Wassermenge, die dadurch verbraucht wird, geil, genau. Die bleibt geil, genau. Gott, was ist denn heute los? Die bleibt gleich. Ich bleib geil einfach. Ich bleib einfach geil. Ich höre einfach nicht auf, geil zu sein. Verdammt nochmal. Haben wir eigentlich genug Material dafür hier? Ah, guck mal, das ist schon voll. Guck mal. Nicht schlecht. Aber mehr Platten bekommen wir. Das stimmt. Ja, so gesehen ist es effizienter, wenn wir mehr Platten bekommen. Das ist richtig, ja. Das ist sehr, sehr richtig. Wobei wir gerade eh vollgelaufen sind, was Platten angeht. Aber das wird wahrscheinlich nicht auf Dauer so sein. Müssen wir mal schauen. So, wie lange dauert das jetzt hier mit dem Rohr? Dauert einen Moment. So, wie sieht's denn aus jetzt hier mit unserem Gewächshaus? Ist das schon 260 von 320 Glasplatten? Na, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Können wir denn hier vielleicht nochmal beim Glas ein bisschen nochmal was steigern? Ach ja, genau hier, das habe ich auch mal gemacht. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ihr habt mir nämlich geschrieben, oder einer hat es in den YouTube-Kommentaren immer wieder geschrieben. Und ich glaube, hier auch im Chat wurde das mehrfach geschrieben. Ich kann über den Brecher, kann ich Gestein brechen zu Kies. Und Kies kann ich im Brecher brechen zu Sand. Das heißt, ich bin gar nicht darauf angewiesen so sehr, dass ich Sand fördere. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Insel gar keinen Sand mehr habe, könnte ich auch die Brecher benutzen, um Sand zu produzieren. Das dauert natürlich ein bisschen. Und wir sehen, ja, das hat eine ganz schöne Zeit, bis das durchläuft. Ich meine, man kann das natürlich auch steigern oder einfach noch eine zweite Anlage daneben stellen, damit es schneller geht. Aber so kriegt man hier halt auch ein bisschen Sand noch zusätzlich. Wenn mal zum Beispiel kein Sand mehr geliefert wird. Was gerade irgendwie der Fall ist, was ich gerade nicht verstehe. Warte mal, sie stehen hier rum, was habt ihr denn da drin? Kalkstein, ach so, Kalkstein können sie irgendwie gerade nicht liefern irgendwie. Ja, die langweilen sich gerade, was Kalkstein angeht. Das ist ja ein Ding. Haben wir wohl zu viel. Warum haben die hier eigentlich Kalkstein? Ach so, die haben hier gebaggert, ne? Die baggern hier in der Rinne, ja okay. Hier ist wieder das Gelände, wird nur noch gehalten von den Stützen, von den Rohren, das ist wieder sehr schön. Ich glaube, da müssen wir mal irgendwie mal wieder aufschütten, so ein bisschen. So, genau, jetzt wollte ich mal gucken hier hinten. Das scheint ja durchzulaufen. Ich glaube, ich mache da einfach jetzt noch einen Brecher daneben. Aber da muss ich ein bisschen aufpassen, weil platztechnisch muss ich da ein bisschen aufpassen, weil die müssen hier durchaus auch noch ranfahren können. Können die das überhaupt noch? Gib mir mal hier so ein Overlay. Ja, ist noch ein Streifen frei, wo sie ranfahren können. Dann machen wir den jetzt mal dahin, würde ich sagen. Warte, Brecher, Brecher. Was war nochmal Brecher hier? Brecher war da, genau. Guck mal, mach mal jetzt mal so. Ja, genau. Vorne raus, hinten rein. So, mal schauen, dass wir da genug Platz lassen, dass da noch ein Förderband rumgelegt werden kann. Und vielleicht eher so hier auf die Seite, genau. So. So, jetzt erstmal schauen. Komme ich mit dem Schüttgut hier irgendwie da noch rüber? Ja, komme ich. Okay, ja, ist ein bisschen abenteuerlich, aber kann man so machen durchaus. So, und dann müssen wir mit dem Schüttgut einfach da noch rein in die Seite. Und dann sagen wir hier, mach mal bitte aus Kies Sand, weil hier kommt zu viel Kies raus. Bei dem hier. Der kann ja, schon gar nicht mehr hinterher. So, dann machen wir jetzt einfach auch wieder schnelles Bauen. Schnelles Bauen. Schnelles Bauen. Und dann kriegen wir nochmal doppelt so viel Sand und das ist doch gut. Genau, jetzt werden einige sagen, ja, dann hast du ja weniger Aufschüttungsmaterial. Wenn du jetzt Kies und Gestein, wenn du das jetzt verarbeitest zu Sand, dann kannst du ja nicht mehr so viel aufschütten. Und ja, das ist richtig. Wir sind hier aber hier vorne schon fast fertig mit dem Aufschütten.
Hier fehlt ja nur noch das kleine Zipfelchen da. Das ist also quasi fast fertig. Und dann, ja, haben wir ja hier hinten, hier haben wir noch eine Aufschüttung. Genau, die wird gerade mit Erde gemacht. Ihr seht das schon, ne? Der Gesteinsanteil bei der Aufschüttung hier ist weniger geworden. Weil dieses Gestein wird jetzt tendenziell eher in die Brecher gepackt. Und nicht mehr unbedingt da immer verschüttet. Was ja eigentlich gut ist. Genau, hier habe ich nochmal eine zweite Rampe gebaut. Denn wir wollen vielleicht auch langfristig gesehen hier eher dann die Kohle uns holen. Weil das ist noch eine komplett unerschöpfte Quelle. Guckt euch mal an, wie riesig die ist, ja. Das ist gigantisch. Und Kupfer war auch gleich direkt daneben. Weil hier wird es tendenziell langsam immer ein bisschen schwieriger jetzt, das abzubauen. Und ich glaube, na gut, noch ist hier ein Überschuss. Aber wie gesagt, es wird tendenziell immer schwieriger, diese Kohle hier abzubauen. Und wir sollten vielleicht auch alleine schon aus abraumtechnischen Gründen das Ganze etwas weiter nach hier drüben verschieben, weil der Abraum soll ja eigentlich langfristig gesehen eher hier reingeschüttet werden. Da diese Stelle hier aber so weit weg ist, hier wollen wir ja aufschütten, um zur anderen Insel rüberzukommen, weil diese Stelle hier aber so weit weg ist, fährt hier immer nie einer hin. Ja, die fahren immer zuerst zu den Stellen, die näher dran sind. Also die fahren zuerst hier zu dieser Rampe, um da aufzuschütten, dann fahren sie auch vor allem hier vorne hin zu dem Zipfel, weil es ist halt näher dran, da müssen sie halt nur ein paar Meter fahren. Sobald sie aber jetzt dann zu der Stelle hinfahren, da hinten an der Insel, um da aufzuschütten, brauchen wir wieder mehr Fahrzeuge, weil dann die Wege länger sind. Das heißt, die Fahrzeuge brauchen wieder länger, um hierher zurückzukommen, um dann letztendlich wieder die Kohle aufzunehmen und die dann wieder hier reinzupacken und so. Also deswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, die Kohlemine so langsam aber sicher mal zu verlegen. So langsam aber sicher. Das wird auch so ein langsamer Prozess sein. Müssen wir mal schauen. Das müssen wir alles nicht überstürzen. Solange es noch halbwegs funktioniert, wie es jetzt ist, man kann ja vieles auch dann wieder mit Förderbändern lösen durchaus, solange würde ich erstmal jetzt noch nicht zu viel Aktionismus begehen deswegen. Die Kupferplatten werden gerade weniger, ich sehe es gerade. Und das liegt nicht daran, dass wir was gebaut haben. Warte mal, woran liegt das? Hier wird gar nicht gearbeitet. Hier kommt gar kein Sand mehr hin. Oh, hier haben wir noch keine Sand... okay, warte. Wir machen Folgendes. Wir verlegen jetzt mal die Sandmine. Die machen wir jetzt hier mal weg. Wir entlassen mal hier die Fahrzeuge. So. Und wir löschen jetzt hier mal diese Mine. So, und dann bauen wir die Mine hier drüben wieder auf. Dann ist es nämlich näher am Kupfer. Da brauchen wir jetzt den Sand nämlich dringend. Das ist auch näher an der Verarbeitung von hier. Ich glaube, für was anderes hatten wir noch. Hier, genau, für die Sachen, für Glas, brauchen wir ja auch Sand am Ende des Tages. Das ist alles ein bisschen näher dran, glaube ich. Und ist gar nicht so schlecht. So, und dann macht da mal die zwei rein. Und eins, zwei, ich glaube, wie viel hatte ich jetzt da drüben? Drei oder zwei? Ich glaube, ich mache mal drei. Die langweilen sich, glaube ich, eh alle gerade. Genau, so, dann haben wir hier die Mine. Und dann machen wir jetzt da gleich mal, tralala, machen wir gleich mal hier eine Rampe hier drüben. Würde ich sagen, muss ich mal gucken. Wie weit geht denn der Sand da unterirdisch? Okay, der geht bis dahin, okay. Ja, dann können sie doch da gleich mal... Mach mal das Overlay nochmal an, ich will es nochmal sehen, genau. Hier sieht es so aus, als wäre der Sand direkt unter der Erdschicht. Also da, als wenn es da gar nicht so tief gegraben werden muss tatsächlich. Dann machen wir das jetzt von hier nach da. Würde ich sagen, so. Ruhig drei Einheiten breit, das Ganze. Und dann schön runter. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon zu tief ist. Keine Ahnung. Ich probiere das jetzt einfach mal so. So, das ist jetzt außerhalb. Da muss ich nochmal den Radius editieren jetzt. Machen wir das mal so, genau. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich mache mal schnelles Bauen direkt. Schnelle Lieferung. Dann können die da direkt hinfahren und loslegen. Würde ich sagen. Nice. Können die da hinfahren? Das ist die gute Frage. Können sie das? Kommen sie da hin? Go, go, go! Elefantenrennen! Wer ist Erster? Ihr schafft es! Los! Zieht! Meine lieben Freunde, zieht! Zu welcher Rampe fahren sie denn? Ach, die fahren zu der Rampe hier. Ja, genau, die fahren darüber, genau. Nee, passt alles, sehr schön. Am besten von außerhalb der Mine reinbaggern, sonst hast du wieder eine Rampe aus Material zum Abbauen. Von außerhalb der Mine reinbaggern. Ja, ich glaube, so wie wir jetzt reinbaggern, müsste es aber eigentlich passen. Weil der Sand, der geht ja hier irgendwie unter dem Gestein noch lang, wenn ich das richtig gesehen habe, da. Also da müssen wir sowieso dann hier auch eher dann reinbaggern, also so in diesen Berg rein, ne?
Müssen wir mal gucken. Das ist ganz schön viel Sand da unterirdisch, ne? Ich glaube, das ist schlauer, auch wenn wir uns den Sand von da oben holen. Weil dann müssen wir uns hier nicht den Boden wegbaggern bei unseren Anlagen immer so. Vielleicht noch zwei Zwischenlager für Sand und Abraum. Ja, Zwischenlager. Also den Abraum, die Zwischenlager haben sie bisher immer nie benutzt. Deswegen verzichte ich da lieber drauf. Aber ein Zwischenlager für Sand ist vielleicht gar nicht so schlecht. Zumindest um dann hier direkt den Sand reinzufüllen in die Anlage für den Kupfer. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir jetzt erstmal direkt Sand kriegen, weil das geht hier ganz schön gen Süden gerade. Hier sind ja Brecher am Start. Hier läuft ja das erstmal weiter. Ich meine, wenn man langfristig jetzt denkt, ja, und sagt, hey, guck doch mal hier das mit den Brechern, das klappt doch eigentlich ganz gut, dann wäre eigentlich jetzt die schlaue Antwort zu sagen, wir bauen bei der Kupferanlage auch noch Brecher auf. Allerdings brauchen die halt Arbeitskräfte und Strom, ne? Das ist halt immer so die Sache. Wenn dann der Strom mal weg ist, dann haben wir da auch ein Thema am Start. Also auf der anderen Seite weiß ich dann wieder nicht, ob das so schlau ist. Na, wie sieht's aus? Ah, jetzt sind sie da. Sehr schön. So, wahrscheinlich müssen sie jetzt erstmal eine kleine Erdschicht noch abtragen. Ich kann ja auch Kupferplatten kaufen, ne? War das nicht so? Guck mal, da haben sie schon Sand, glaube ich. Siehst du, das ist direkt da drin. Das war einfach nur so eine optische Erdschicht. Nicht schlecht. So, ich kann, glaube ich, Kupfer... Ja, ich kann die traden für... Das wäre jetzt noch, ist jetzt nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Müssen es nur auf dem Zettel haben, dass es dann nicht schief geht. Dass es dann nicht zu spät kommt. Weil wir brauchen die für die Wartung. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht auf dem Zettel verlieren. Guck mal, genau, da kommt direkt Sand. Das ist doch geil. Mach doch aus dem Abraum auch noch Sand bei der neuen Sandgrube. Ja, wie gesagt, kann man alles machen, aber kostet halt alles Strom und Arbeitskräfte. Muss man mal mit berücksichtigen dabei. Oh, wir haben gerade, wir haben wieder hier Verschmutzung. Water Pollution schon wieder. Warum eigentlich? Wird gerade etwa wieder nicht recycelt hier? Ach, da fehlt auch Sand. Gucke mal. Überall fehlt Sand. Siehst du, jetzt wird einfach das Dreckwasser ins Meer geleitet und schon fehlen uns Arbeiter, weil sie plötzlich wieder krank werden, weil das Wasser verseucht ist. Unfassbar. Ich sag's euch, meine lieben Freunde. Apropos Wasser, wie sieht's da jetzt eigentlich aus? Da ist kein Problem am Start, was die Farmen angeht. Das sieht schon mal gut aus. Aber irgendwie, Grundwasserspiegel wird hier trotzdem schlechter bei den Farmen. Obwohl die eigentlich jederzeit bewässern können. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, muss ich jetzt mal sagen. Das dürfte eigentlich nicht sein. Die müssten eigentlich hier immer schön bewässert sein. Also, die machen das immer mit der Bewässerung erst, wenn es hier ganz hinten ist, glaube ich. So, hier fehlen jetzt noch 40 Glasplatten. Ja, jetzt müsste eigentlich Sand reinkommen. Vielleicht, dadurch, dass es jetzt weiter hinten ist, müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt vielleicht mehr LKW wieder brauchen für die Belieferung. Könnte sein, dass das jetzt vielleicht problematisch wird. Weil, wie gesagt, jetzt sind die Wege ja wieder... Hier nicht, aber tendenziell. Hier ist Priorität 5. Da müssten sie eigentlich auch relativ zeitnah hinfahren. Müssen wir mal schauen. Müssen wir im Auge behalten, ob das jetzt passt. Vielleicht auch noch einen großen Bagger bauen. Für die Sandmine. Einen großen Bagger und noch einen großen LKW zuweisen. Könnte vielleicht schlau sein, dass wir die Rate noch mal ein bisschen erhöhen. Ich mach mal noch einen großen Bagger, komm. Schnelle Lieferung. Kann nicht schaden, glaube ich. Und dann noch einen großen LKW zuweisen. Da haben wir ja 9 Stück. Da können wir noch einen zuweisen. Was machst du wie Birne, trag's mit Fass, mit Wassung, was? Aber ich meine, es sieht schon sehr gut aus eigentlich. Na, mach noch ein Lager für den Sand am Fördergebiet. Ja, wie gesagt, ja, könnte man, ja. Ich mache noch ein Lager für Sand im Fördergebiet. Ich glaube, das ist okay. Mach mal noch ein Lager für Sand im Fördergebiet. Mach mal das mal hier jetzt. So. Machen wir mal Sand. Sand? Stimmt, da muss der Förder-LKW nicht immer da hin und her, genau. Dann lasst uns das hier gleich noch verbinden, noch mit einem weiteren Sand. Und dann sagen wir hier, vollhalten, Export aus und Import an. Priorität 6. Dann baue ich das gleich auch direkt. Nice. Nice, nice, nice. Wäre es dann nicht schlauer, auf Dauer komplett auf große Fahrzeuge umzusteigen? Naja, bei großen Fahrzeugen muss man halt aufpassen. Die brauchen halt mehr Sprit, ne?
Also, die können zwar schneller fördern und so, die brauchen halt auch mehr Sprit. So, da muss man halt immer schauen, dass man dann nicht dann am Ende doch zu viel Sprit dann wieder zieht, wenn man zu viele große Fahrzeuge hat. Mit den kleinen kannst du halt das nochmal ein bisschen besser noch dosieren, so. Weil du brauchst ja vielleicht nicht überall jetzt eine riesige Fördermenge. Deswegen, ich würde die kleinen vielleicht nicht so unbedingt immer gleich wegmachen. Ich glaube, war das nicht auch bei den großen Fahrzeugen, dass man da auch noch mehr Menschen braucht? Da braucht man auch Fahrer, die das dann steuern. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, hier braucht man, glaube ich, 2. Und bei den kleinen Baggern brauche ich, glaube ich, 1. Genau, also man braucht doppelt so viele Leute auch, um die zu betreiben. Ne? Das sind alles Sachen, muss man ein bisschen berücksichtigen. Na, jetzt gerade zum Beispiel haben wir nur 2 Arbeiter. Wird jetzt wieder Wasser recycelt eigentlich? Immer noch kein Sand angekommen hier. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Die Lieferung da hinten, da die zum Klärwerk, die macht mir eigentlich die größten Sorgen gerade. Das ist so die Frage. Aber das ist halt das Problem. Bei dem Spiel ist es halt oft so, dass dir die Rate nicht angezeigt wird. Zum Beispiel hier beim Dieselverbrauch. Das wird hier nicht angezeigt. Und hier zum Beispiel auch bei diesen Dingern, da wird hier die Produktionsrate auch nicht angezeigt. Da wird hier immer nur der Füllstand angezeigt. So, und das ist halt, das macht es halt immer schwierig zu wissen, ob jetzt zum Beispiel das Rohr groß genug ist oder ob deine Treibstoffproduktion hoch genug ist. Das musst du immer so Pi mal Daumen schätzen. Weil, also, wenn ich hier auf Fahrzeuge gehe, da wird mir zum Beispiel auch nicht angezeigt, wie viel Sprit schlucken die denn alle zusammen. Ja, ich muss dann hier irgendwie in diese komische Ansicht reingehen. Warte mal, wo war die hier unten? Glaube ich. War das hier? Ich weiß es gar nicht genau. Kraftstoff, hier. So, also da habe ich halt haufenweise Kurven. Und da muss ich halt erstmal gucken, ja, okay. Wir haben used jetzt irgendwie. Dann geht das wieder runter hier. Dann hast du mal einen Spike. Das ist dann immer da der Moment, wenn die Schiffe aufgetankt werden. Dann hast du einen Spike im Verbrauch. Dann geht es wieder runter und so. Produced geht jetzt auch wieder runter, dann aber liegt das wieder irgendwie daran, dass die Anlagen vollgelaufen sind irgendwie und dann löst sich das dann wieder auf und dann springt es wieder nach oben. Also ganz ehrlich, das ist, das richtig zu erkennen, wann der Punkt erreicht ist, dass es dann sozusagen von der Überproduktion kippt in einen Mangel, ist gar nicht so einfach, ey. Das macht es eigentlich so schwer, aktuell. Dieses Hin- und Her-Juggeln zwischen Überverbrauch und Dings. So, jetzt hier, jetzt haben wir den, jetzt weise ich den hier zu. Und unsere Arbeiter werden weniger. 0 Arbeiter, ja, weil jetzt der Bagger fertig ist. Der hat jetzt die 2 Arbeiter geschluckt. Der Bagger hat die Arbeiter gefressen und fährt jetzt mit 2. Warum braucht man eigentlich jetzt 2 Leute für diesen Bagger? Das ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Vielleicht einen, der einweist und einen, der baggert. Ein großer müsste 2 locker ablösen können. Das würde ich auch sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder so Situationen, wo der Große zum Beispiel, wenn er jetzt an so einer Stelle baggert, wo ein bisschen Abraum immer dazwischen ist, dann hat er da meistens nur eine Einheit Dreck in der Schaufel. Und da lohnt es sich dann wieder eher die zu benutzen, weil die können mit kleineren Einheiten baggern. Weil sonst wartet manchmal der Große mit einer Einheit Dreck, bis dann ein LKW vorbeikommt und so. Und dann ist er dann die ganze Zeit blockiert. Das ist dann auch wieder doof. Das habe ich auch schon gesehen. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer so gut ist, wenn man nur mit großen Baggern arbeitet. Du sparst aber bestimmt pro kleinem Bagger ein Drittel ein und bei einem großen Bagger machst du halt weniger Verlust. Das ist halt die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, kleine Bagger immer zu ersetzen. Aber was wir machen könnten, und das ist vielleicht gar keine so doofe Idee, wir könnten jetzt hier noch einen großen Bagger reinpacken. Wir lösen einen von den kleinen auf und nehmen den anderen kleinen Bagger. Den könnten wir nehmen. Ach, guck mal, sie schütten jetzt hier auf. Sehr nice. Den könnten wir nehmen nach hier hinten, um hier ein bisschen den Berg abzutragen. Weil dann könnten sie nämlich das gleich hier reinkippen. Und das wäre wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee. Vielleicht finden wir noch sogar noch eine Stelle, wo sich das noch mehr lohnt, den Berg ein bisschen zurückzubauen. Aber das wäre halt direkt hier neben der Stelle. Da würden wir hier schneller aufschütten. Das wäre vielleicht, das wäre gut. Lass das mal machen, genau. Lass das mal machen. Also dann baue ich jetzt noch einen großen Bagger. Ja, einen von den kleinen lösen wir dann auf.
Machen wir gleich schnelle Lieferung hier. Zack, was soll der Geiz? Einen von den kleinen lösen war dann auf. Da brauche ich jetzt nochmal Mitarbeiter, oder? Hey, jetzt habe ich wieder 22 Leute. Wo sind die denn hergekommen? Wo sind jetzt die 22 Leute hergekommen? Die Kläranlage läuft immer noch nicht. Kommt da überhaupt noch Sand hin? Also kann man... Warte mal, was haben wir denn hier für eine Prio bei der Sandgeschichte? Wo waren das nochmal eigentlich? Das war hier, ne? Prio 7. Ja, dann macht man da eine 6 draus. Du könntest ja auch schon das neue Kohlevorkommen freibuddeln. Das stimmt. Oder freibuddeln im Sinne von eine Rampe runterbauen, ne? Das könnte man schon machen, ja, das ist richtig. Da kann ich ja an sich schon eine Mine bauen auch. Fangen wir denn da an zu graben? Vielleicht tatsächlich auch eher von hier hinten anfangen zu graben. Da, wo die Kohle nur so ein bisschen rausguckt. Warte mal, wie weit geht denn das nochmal? Guck mal, das geht bis hier hinten hin. Wenn wir hier jetzt sagen, wir bauen hier einen Minenturm auf. Hier hinten. Dann haben wir auch so ein bisschen Spielraum noch nach hier hinten. Guck mal. Guck mal, das ist ja genau hier auch am Berg. Dann können wir den da gleich weiterarbeiten lassen noch. So, warte, dann mach hier einen Baggerposten und sage... Moment. Runter, genau. Dann baggern wir von hier jetzt nämlich dann einfach nach unten. Und zwar so. Das ist doch eine gute Idee. Schön runter. Erstmal nur eine Rampe. Und unten vielleicht schon ein bisschen gerade gehen. Gerade machen. Leider ist das immer ein bisschen schwierig zu erkennen, auf welcher Höhe eigentlich genau die Kohle anfängt bzw. aufhört. Deswegen, ich mache das jetzt einfach mal Pi mal Auge. Wir werden es ja dann sehen, wo die Schichten sind, die interessant sind. So, und jetzt gucken wir mal hier. Jetzt haben wir hier noch die, genau. Ist der Bagger fertig? Der Bagger ist gleich fertig. Oh, unsere Fahrzeuge müssen jetzt ganz schön tingeltangeln hier. Wir haben ganz schön viel Weg jetzt. Ah, jetzt wird hier befüllt. Nice. Jetzt packen sie den Sand da rein. Hervorragend. Ich glaube, das ist ein bisschen schlauer. Da müssen die Fahrzeuge dann... Die anderen Fahrzeuge, die nichts zu tun haben, müssen dann nur da hinfahren. Genau. Vielleicht auch nochmal einen großen LKW auch nochmal bauen. Könnte vielleicht schlau sein. Ah, geht gerade so vom Material. Nicht genug Arbeiter. Oh, okay, warte, ich hole mir nochmal Menschen. Menschenhandel. Nochmal ein bisschen Menschenhandel machen schnell. Da, wo die Kohle anfängt und tief baggern, rutscht doch alles nach. Ja, genau. Das mit dem Nachrutschen ist auch noch so ein Faktor. Das ist richtig. Mann, dauert der Bagger lange, bis der fertig ist, ey. Sag ich jetzt mal hier... Ah, das Gewächshaus ist fertig. Nice. Wir haben ein frisches Gewächshaus. Ein frisches Stufe 2 Gewächshaus. Wunderbar. Und unsere Fahrzeuge kommen nicht mehr hinterher jetzt. Ah, Bagger ist fertig. Bagger ist fertig. So, Moment. Also, hier große Bagger. Dann einen raus. Eigentlich beide raus. Und einen auflösen. Den verschrotten wir jetzt. Und den hier, den weisen wir da hinten zu. Bei der Mine. Ja, wird schon gebaut auch. Den machen wir jetzt hier rein. Und dann machen wir die zwei kleinen LKW. Die machen wir da jetzt... Ja, aber brauchen wir da zwei kleine LKW? Nee, eigentlich einen brauchen wir da nur erstmal. Weil der fährt ja eh nur hin und her. Wunderbar. So, und dann genau noch den einen hier schnell bauen. Den mache ich jetzt noch schnell. Oh, ich muss schon wieder neue Menschen holen. Ich hole mir mal Menschen von hier oben. Langsam geht den Siedlungen nämlich auch so ein bisschen das Material, also das Menschenmaterial so ein bisschen aus. Die müssen mal hier wieder Sand hinschaffen, hier unten. Warum schaffen die denn da keinen Sand hin? Ich raste aus. Vielleicht reicht die Produktionsrate auch einfach nicht. Aber eigentlich hier ist alles voll. Verstehe ich nicht. Ist vielleicht echt zu weit weg einfach. Aber wenigstens die Kupferplatten werden wieder produziert. Gemeinsam können wir das schaffen. Bau doch ein Sandband zum Kupfer. Ja, ein Sandband zum Kupfer ist keine schlechte Idee, das stimmt. Dann haben wir nämlich direkt eine Sache weniger, wo was abgeholt werden muss. Das ist richtig. Warte mal, da mache ich jetzt Folgendes. Da mache ich jetzt hier nochmal ein Lager daneben für Sand. So, und dann macht man da nämlich ein Förderband hier hin. Dann können sie hier nämlich Sand rausholen und das wird dann das Förderband. Förderbandsand. Van Sand. Jean-Claude Van Sand, meine lieben Freunde. So, hier, warte. Da, genau, da unten muss es hin. Ist ja direkt hier nebenan auch. Muss auch gucken, dass ich jetzt hier nicht die Kupferquelle zubaue.
Das wäre ein bisschen doof. Warum? Was? 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 Können wir nicht da vorne runter? Das sieht doch so aus, als würde es gehen. Hier ist doch so niedrig. Ja, guck mal, siehst du, da muss ich gleich aufstoßen vor Freude. Hier. Nee, geht auch nicht irgendwie. Und geht das nicht. Jetzt hat. Jetzt geht das. Ach, warte, genau. Wir können ja da unter die Unterführung durch. Moment. Dann zieh das doch nochmal. Zieh das mal eher so. Dann vielleicht eher nochmal runter. So, ja. Komm, das geht, das weiß ich. Da am Rand lang, genau. Da ist wieder dieser Track vom Anfang, den wir schon mal hatten. Der so klingt wie aus Endzone. So, jetzt muss ich mal gucken. Da müssen wir rein, da hinten. Nimm mal das hoch. Ach, die Säure haben wir ja noch gar nicht verbunden, lol. Habe ich schon wieder vergessen, siehst du? Unglaublich. So, jetzt warte, jetzt erstmal eine Sache machen. Ja. Nice. Können wir das schnell bauen? Ja, können wir. Machen wir jetzt auch einfach mal. Und dann, warte, jetzt müssen wir hier mal noch die Säure anschließen. Das ist ganz wichtig. Also, ich knipper jetzt hier das Wasser ab. Können wir ja hier abknippern. Hätte ich eigentlich jetzt... Warte mal, das kann ich abbrechen, glaube ich. Das können wir ja behalten hier. Wir müssen ja eigentlich nur das wegmachen. Das können wir so lassen. Und dann... Hier ist schon Säure drin, oder? Nee, ist noch keine. Hä, wieso ist da noch keine Säure? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wieso ist da jetzt noch keine Säure drin? Warum geht das nicht? Moment mal bitte ganz kurz. Hier passieren gerade komische Sachen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Moment. Was ist da los? Muss mal hier gerade dieses Rohr mal entfernen. Ach, jetzt auf einmal oder was? Ach ja, stimmt, ja, das war ja die Sache, wenn es nicht, ja. Wenn es nicht verbunden ist am Ende, dann kommt ja nichts. Ja. Ja, ich habe das schon wieder vergessen. Ich dachte, es müsste ja wenigstens schon bis zu der Ecke laufen, wo es schon gebaut ist. Ja. Ich habe das schon wieder nicht im Kopf gehabt. Jetzt weiß ich es wieder. Alles gut. Alles okay, Eishockey. So. Alles gut, jetzt haben wir es wieder. Ist alles gut. Keine Nachfrage, kein Zeug. Ja, wenn keine Nachfrage kommt, dann wird auch nichts rausgeführt. Ja, ich habe mich schon gewundert. Hä, warum geht das schon wieder nicht? Das ist der alte Denkfehler, den ich immer wieder mache. Wenn das Rohr nicht angeschlossen ist, kann auch nichts kommen. That's what she said. Jetzt müsste gleich was kommen. So, ach ja, wir müssen das Rezept noch umstellen, ne? Mach das mal hier. Und dann mach das mal... Ah, das unten kann ja noch so lange laufen, bis das Rohr leer ist, genau. Sehr schön. Das braucht ja jetzt wahrscheinlich einen Moment, bis das hierher schwappt. Würde ich jetzt schätzen. So, dann mach mal hier, genau, mach mal hier beim Sand, mach mal Import aus schon mal. LKW Export und Import aus, genau. Dann sind wir hier schon mal clean. Also safe, meine ich. Safe clean. Mit Sand. Wird ja auch schon erstellt hier die Route. Und hier sickert ja auch schon Sand rein. Hervorragend. So, und da müssen sie sich nämlich nur noch kümmern um... den anderen Spaß. Hier der Spaß, der hier hinten ist. LKW ist fertig. Der LKW ist fertig. Sehr gut. Und Treibstoff sieht hoffentlich noch gut aus. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal dann im Auge behalten. Weil jetzt haben wir natürlich deutlich mehr Verbraucher am Start. Hatte ich jetzt schon den Bagger hier hinten zugewiesen? Ah ja, der baggert auch schon. Jawohl. Und der LKW, der schüttet hier ordentlich auf. Guckt euch das an, meine lieben Freunde. Die Rampe wird aufgeschüttet. Die Mega-Rampe. Jetzt geht's hier endlich mal vorwärts, meine lieben Freunde. Jetzt endet die Stagnation. Lastwagen kann Ziel nicht erreichen. Was soll das? Hä, wie? Moment. Wo will er denn hin? Hä, okay. Dann zurücksetzen? Kein Plan, was er da jetzt wollte. Ah, jetzt kommt immerhin hier auch wieder ein bisschen Sand. Und die Reinigungsanlage scheint jetzt, glaube ich, auch wieder versorgt zu werden. Da fährt zumindest schon mal einer hin. Wenn mich nicht alles täuscht. Komm, bitte, sag mir, dass es so ist. Ihr wollt es doch auch. Ihr wollt doch auch sauberes Wasser. Jawohl, nice, endlich. Endlich, endlich. Es wird wieder Wasser gereinigt, Gott sei Dank. Wie bei den Simpsons, dieses Aufklärungsvideo zu Sand.
Und wenn ihr das nächste Mal, wie war das, an einem Strand seid, denkt einfach mal darüber nach, wo wir ohne Sand wären. Ja, das kann man hier wirklich laut sagen. Sand ist hier die wichtigste Ressource. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.